war knapp. Oder? Beinahe hätte er Dörfer erwischt. Nur noch beinahe. Na, da ist noch mehr Gold. Wie gesagt, nimm's mit hoch. Ja, aber wir haben noch so Hammer. Man hat nie genug Gold. 500? Ja, nicht genug. Das reicht für mich für eine gute Spitzhacke. Für dich für eine halbe Rüstung und für mich für eine halbe. Oder für dich für eine ganze Rüstung, das dürfte es dann schon wieder gewesen sein. Bei 500 Gold? Ja. Okay, so viel habe ich aber auch noch nicht. Du kannst allerdings mal zu mir gerade kommen. Wie soll ich das machen? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wir treffen uns im Haus. Nee, dahin, wo ich gerade bin, da muss hin. Warum? Weil hier 7 oder 8 Blöcke Dämonit sind. Ja, ich bin aber auch gerade auf dem Weg zu einem. Da muss ich mich gerade durch Wasser graben dafür. Und das ist ziemlich kacke. Und man muss diesen Weg abdrücken. Ja, man gräbt einfach einen Gang, gräbt sich dann einmal hoch, sodass der Wasserspiegel nicht darüber steigt über das Ding und dann kann man weiter runtergraben. Ungefähr so sollte ich das funktionieren. Aber ich gehe erst einmal hoch. Oder bist du gerade bei mir in der Nähe? Nein, du kannst ja gerne mal bei der Karte rauszoomen, bis du mich siehst. Ich stehe 5 Meter über dem Dämonit jetzt gerade. Ich bin bei Lava. So tief. Also, oder es gibt eine andere rot leuchtende Flüssigkeit in dem Spiel. Rot leuchtend gleich Lava. Aber ja, dann bin ich bei Lava. Kann man die irgendwie einsammeln? Lava? Ja, kannst du. Allerdings. Mit dem Eimer. Richtig. Dafür brauchst du Eisen. Natürlich, ich habe. Oder entsprechend Blei. Du hast Lava, du hast Wasser, klingt gut. Wieso? Obsidian oder was? Okay. Allerdings kann es sein, dass es mit der Art, der Spitzhacke, die du hast, noch nicht abbaubar ist. Das bin ich mir nicht 100%ig sicher. Gibt es eine Diamond-Spitzhacke? Nein. Das heißt, die nächste ist wirklich Dämonit. Lass mich nachdenken. Ich bin der Meinung, ja. Soll ich mal ausprobieren? Ach nein, 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 nicht hier, bitte nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Also scheinbar, scheinbar. Nein, das ist ja nicht. Aha. Das war alles gesagt. Um die Spannung rumzuhalten. Leuchten sind meistens gute Sachen. Also so flackern. Ah ne, das ist noch ein Lava-Becken. Das bringt mir was, wenn ich. Na ja, komm. Die Lava reinsprengt keinen Weg. Nee. Erstmal habe ich hier ein Erz, das ich noch nicht gesehen habe, glaube ich. Das könnte natürlich nicht sein, aber. Es würde mich wundern, wenn du das jetzt nach irgendein Erz nicht gesehen hättest. Das könnte lieb sein. Hm.
Weg ist er. Was bist du denn? Alter, hau ab! Hau ab, hau ab, hau ab! Was ist denn ein Snowflings? Jetzt bin ich selbst gerade mal überfragt. Er sieht aus wie ein Schaf oder sowas. Wurde zerstört. Nee, ist schon leider die Front. Bitte leider nicht zerstört. Passiert. Passiert halt mal. Okay, die haben wir schon auf sich, ja? Wenn ich nach 8 Schlägen nicht weg ist, dann geht's. Das ist jetzt doch richtig einfach. Es gibt nichts, was du nicht mit 8 Schlägen abbauen kannst. Wenn es abbaubar ist. Ja. Okay. Geronimo, runter! Ich versuche das jetzt sogar wirklich. Haha! Ich piss mir gleich in die Hose. Das war eine scheiß Idee. Oh, gut, dass ich es versucht habe. Gut, dass ich es versucht habe. Sehr gut, dass ich das versucht habe. Aber erst einmal wollen wir uns da das. Entschuldige, ich bin gleich da bei dir. Aber ich muss eben erst noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke von dem Mondherz abbauen. Was für Zeit. Und du musst bitte den Weg hier oben. Ich gehe erst mal ganz oben. Also ich teleportiere mich raus. Ich komme so jetzt nur noch über einen sehr gefährlichen Weg zurück. Nein, ich meine den Weg. Du wirst sofort sehen, was ich meine, wenn du dir das Haus anguckst. Haben wir einen neuen Weg, oder was? Ja. Ich musste gerade den da unten zu gucken, wie es. Ah, jetzt dauert es wieder ewig hier, ey. Geht doch. Aber Dynamit jetzt zu benutzen, wäre halt irgendwie wasted. Dynamit ist niemals verschwendet. Ah, doch. Wenn ich schon jetzt. Aber eine Bombe kann ich, glaube ich, planten. Das ist irgendwie. Ja. Counter-Strike. Moment, falsches Spiel. Ach du Scheiße, ich werf die! Ups! Hätte ich dir sagen können, hätte es aber vorher fragen müssen. Ich sag dir, ich schmeiß jetzt eine Bombe. Ich leg jetzt eine Bombe. Ja, mach mal. Wenn du die direkt vor deine Füße wirfst, ist das ein Leben. Nee, hab ich gemacht. Die ist gegen den Stein gerollt und mir wieder mir in die Richtung gefolgt, wo ich hinrennen wollte. Die wollte nicht allein gelassen werden, irgendwie. Wenn ich das gerade sehe, kannst du da doch noch klappen. Ich habe relativ viel Material abgebaut. Und sehe, dass das doch noch knapp werden könnte. So, ich habe auf jeden Fall ein Gemälde. Das ist ein Extraktinator. Das Ding ist auch herrlich. Ich sollte öfter nach unten gehen. Irgendwie finde ich mehr geilen Stuff als du. Nein. So. Ich bin schon. Ich finde meine Kreuzzüge immer sehr erfolgreich. Deswegen sage ich ja in die Tiefe. Wie viel Gold hast du? Du meinst Gold als Goldblumen oder Geld?
Sowohl als auch. Geld bin ich im Moment bei 4 Silbermünzen. Wow. Also echt wow. Der Rest liegt im Sparschwein. Liegt irgendwas im Sparschwein? Ja. Wie viel? Ich glaube 41 Silbermünzen oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du meinst, ob du das doch nicht gesehen hast. Diesmal habe ich dich gesehen. Blöder schwarzer Schleim. Im Moment dürfte ich sogar nicht stärker haben. Das mag durchaus sein. Echt ein bisschen offen. Augen. Mir ist gerade ein Wurm in einem Gang voll auf den Sack gegangen. Das ist irgendwie zu quer runter und konnte mich kaum richtig bewegen in dem Gang. Und dann musste unbedingt dieser Kraxel auch durch Wände Wurm kommen. Ah, du weißt, wer ich nicht meine. Ja. Das sind schon sowieso die schlimmsten Gegner. Ja, meiner Meinung nach voll die bösen Cheater. Ja, Wallhack halt. So. Ich gehe einmal nach oben. So, ich bin oben. Jetzt siehst du auf der Hausoberseite ein endlos langes Teil. Ach du Scheiße. Und am Ende da davon bin ich. Okay. Echt interessant. Das Ding ist immer noch nicht fertig, weil mich gerade die Gegner hier meinen Nerven zum Bus kriegen. Ja, ein Teil. Opferschrein oder was? Was meinst du? So was. So neben den Thron, das hier. Immerhin. Kannst du bei mir kommen? Also, ich geh bei dir. Mir so auf den Nerv, dass ich bis morgen früh laufe. Ich habe mir gerade den Nerv verknackt. So, Stern. Was meinst du jetzt genau? Warte mal, ich muss mal eben die Sachen verkaufen. Ich war ein Ninja Turtle. Ja, ich will was anderes nehmen. Ach, du meinst den Honigspender. Wenn das da ein Honigspender neben den Thron ist, dann meine ich den Honigspender, ja. Das ist der Honigspender. Oh, du hast aber noch was vergessen, mein Lieber. Und zwar? Du hast mein blaues Campfeuer nicht gesetzt. Blaues Campfeuer? Ja, ich habe ein blaues Campfeuer gesetzt gehabt. Hier links an der Tür. Okay, nein, das ist ja nicht. Mhm. Benutzt du eigentlich für eine Waffe Knauen? Die nennen sich Bladed Gloves. Achso, brauchst du Recall Potions oder so? Ich habe 15 Stück im Moment, also erstmal nein. Ja, nein, okay. Und ich habe ein Bild. Ich werde gleich ein Bild vom Händler aufhängen. Im Raum vom Händler. Angriffsmaschine. Und ich hab noch. Und wir können jetzt sogar zweimal den Endboss rufen. Was denn? Ich kann dich jetzt mit verrotteten Eiern beschmeißen. Das wird ein Glück sein. Was macht denn der Extraktinator? Es gibt einige Blöcke im Spiel, die einfach nach unten fallen. Dazu gehören die Slash-Blöcke. Ja, das steht hier. Platz, Schlick in. Also wahrscheinlich platziere Schlick und Matsch in der Extraktinator. Genau. Und da kriegst du dann alles Mögliche an Edelsteinen, Goldmünzen, Silbermünzen, alles Mögliche. Oh cool, ich habe außerdem sogar noch einiges davon mitgenommen. Und
Frage ist, welchen Wurfbaum dann nehmen? Den ich angel mir eine Spitzhacke durch oder den ich entbosse mir die Spitzhacke? Wie wär's mit dem entscheide du mir, ist das sowas von scheißegal? Das ist eigentlich ziemlich hoch, sag ich dir. So. Teewurst oder was für Wurst? Wahrscheinlich Bratwurst. Ja, Bratwurst ist lecker. Nehmen wir Bratwurst. Ich hab schon lange keine Bratwurst mehr gegessen. Ja, ich auch nicht. Das habe ich schon mal ertabelt. Ja, noch was zu essen. Wenn wir fertig sind. Achso. Ich halte die Maus zu weit oben und wundere mich, das ist doch eindeutig ein Schwert. Warum steht da jetzt Kupferbarren? Sind die Tungstenschwerter irgendwie ein bisschen besser als das, was du jetzt hast? Wobei ich habe einen verzauberten Bumerang. Warum ist mein verzauberter Bumerang rum? Weil du ein Traum bekommen hast. Ich habe aber letztes Mal einen Übermächtigen gehabt. Fromm ist besser. Ja, weiß ich. Ich hätte gerne mal einen Übermächtigen wieder. Da habe ich mich so mächtig gefühlt und jetzt fühle ich mich so Fromm? Gott verbunden an. Fromm ist trotzdem das Stärkste, was es gibt. Ja, deswegen. Wusste, dass irgendein Modifikator drauf war, ich wusste aber nicht mehr welcher. Ja. Oh nein! Oh doch. Mir fehlt nur ein kleines Stück. Das hat deine alte Sache, deine Ex auch gesagt. Das ist so lange her, dass ich mich daran nicht erinnere. Wieso? Und ich finde immer noch, dass die Ähnlichkeit mit meiner hat, aber okay, die sieht halt sonst keiner außer mir. Sag auch durchaus. Freundin sagt das nicht, also und ihre Familie sagt auch, die sind überhaupt nie ähnlich. Kommst bei Nausen. Im Übrigen, du brauchst für einen Goldbarren brauchst du vier. Ja, ist mir vorhin auch aufgefallen. Kannst du noch mal ruhig sein können? Oh. Ich könnte einen Rubinstab machen. Kann ja sein lassen. Drei Blöcke? Ich glaube, ich habe ein paar. Ja, 178. Die kannst du mir dann gerne geben. Die brauchen wir. Nee. Beziehungsweise, wenn du irgendwo Wasser findest, kannst du Matschblöcke draus machen direkt. Wie mache ich denn eine Rüstung? Indem du deinen Barren hast und deinen und den Amboss. Ja, ich stehe am Amboss und... Du drückst die Escape-Taste, guckst dir an, was du bauen kannst. Ich weiß, wie man craftet, das ist mir schon klar. Und sonst ist es nichts anderes. Ja, aber ich kann nur eine Krone craften. Dann machst du irgendwas falsch. Wenn ich jetzt... Also ich habe 22 Goldbarren, du kannst mir ja nicht erzählen, dass es noch mehr kostet, irgendwie eine Rüstung oder so zu machen. Deswegen, also das kann doch nicht richtig sein. Gibt es einen stärkeren Amboss? Ja, gibt es. Nein, den brauchen wir noch nicht. Hm. Und immer wenn ich daneben drücke, dann teleportiere ich mich, weil ich natürlich wieder vergessen habe, den Dings zu deequippen.